Einen Tag mit einem Callboy. Hattest du schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Was muss bei einem Mann passieren, damit er Bock darauf hat, dass ein anderer Mann seine Frau Sex mit ihr hat und der dabei zuguckt, so? Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Wie gesagt, geht in den Discord rein, haut da Videovorschläge rein. Wir gehen jetzt ins erste Video rein. Und zwar ist das erste Video Einen Tag mit einem Callboy. So eine leichte Art von Dokumentation. Wurde mir gestern angezeigt, habe ich gedacht, ist interessant. Auch für die ganzen Schlawiner hier, die sich das schon mal vorgestellt haben, dafür Geld zu bekommen, mit verschiedenen Frauen zu schlafen. Let's go. Callboy-Vibes. Wo ich eine Anfrage bekomme mit ein paar Bildern, wo ich mir denke, wow. Krass. Hätte ich jetzt zum Beispiel auch das Zeug dazu, Callboy zu sein? Hattest du schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Wie hoch ist dein Bodycount? Sollte passen, Jungs, oder was sagt ihr? Ja, sieht gut aus. Ich habe mich in meinen Videos ja schon mit verschiedenen Bereichen der Sexarbeit beschäftigt. Und dabei kam in den Kommentaren immer wieder eine Frage auf, gibt es auch Männer, die Sexarbeit anbieten? Und ja, die gibt's, und zwar sogenannte Callboys. Callboys bieten, so wie weibliche Escorts, sexuelle Dienstleistungen für Geld an, nur halt auch für Frauen. Ich habe das Gefühl, eins in den Chat oder ja bei YouTube in die Kommentare, wenn ihr selber schon mal darüber nachgedacht habt, wie es wäre. Dass man von männlicher Sexarbeit im Vergleich zu weiblicher gar nicht so viel mitbekommt. Und deswegen bin ich heute mit Noah verabredet. Er arbeitet als Callboy und wird mir hoffentlich alles beantworten, was ich über den Job wissen möchte. So, hallo Noah. Tag. Grüß dich. Das ist der Noah, Digga, das ist der Callboy. Ich glaube, heute ist der kälteste Tag des Jahres. Definitiv, so fühlt sich das an, ja. Sag mal, auf jeden Fall einige Einser fliegen, ihr Schlawiners. Wie würdest du deinen Job eigentlich bezeichnen? Also bist du Callboy, Escort, Prostituierter oder einfach Sexarbeiter? Alle Bezeichnungen sind ähnlich. Im Endeffekt kommt das auf das Gleiche, aber ich bezeichne mich als Callboy. Und was würdest du sagen, was ist ein Callboy oder was macht ein Callboy genau? Also ich persönlich, ich mache Frauen glücklich. Du machst Frauen glücklich. Scheiße, Digga. Lovelock als Callboy wäre auch eine Nummer, oder Freunde? Der Name ist Programm. Glücklich. Genau. Okay. Das heißt, deine Kunden sind auch vorwiegend Frauen? Also nur Frauen. Ich bin 100% hetero. Mhm. Zwar, ich bekomme auch öfters Anfragen auch von den Männern. Mhm. Aber die lehne ich. Einer schreibt gerade, der Typ sieht aber nicht so aus. Ja, Digga, ich glaube, es ist verwunderlich. Also ich glaube, es ist gar nicht so von der Optik unbedingt abhängig, weißt du? Ich glaube, nicht alle Callboys sind irgendwelche sexy großen Männer mit krassem Körper und so. Ich glaube, das ist echt unterschiedlich. Ja. Bei weiblichen Escorts jetzt zum Beispiel geht es ja schon vorwiegend um Sex. Wie ist das bei dir? Ganz anders. Man merkt schon definitiv einen ganz anderen Unterschied, wie das Ganze bei uns läuft. Aber hast du Sex mit deinen Kundinnen? Aber sehr gerne, ja. Okay. Der schickt mich, Digga. Machst du das Ganze eigentlich hauptberuflich oder wie häufig triffst du da? Lovecock, Kapi. So. Tatsächlich jemanden. Also ich glaube, hauptberuflich würde das nicht mal wollen zu machen. Ich mache das nebenberuflich tatsächlich. Ein paar Mal im Monat kommen ein paar Anfragen, weil für mich ist es wichtig, dass es immer noch was Besonderes einfach ist. Und wenn du wirklich jeden Tag oder jeden zweiten Tag das machen musst, dann ist das Feeling einfach nicht da. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Okay. Echt? Das heißt, unser nächstes Date? Tatsächlich heute Abend. Heute Abend? Ja. Okay. Dann können wir dich gleich so ein bisschen begleiten, wie du dich vorbereitest darauf. Sozusagen, ganz genau, ja. Und wie teuer ist so ein Treffen mit dir? Boah, schon teuer. Ich möchte jetzt nicht genau auf die Zahlen einfach gehen, was ich nehme, aber für 2 Stunden zum Beispiel, es variiert natürlich von Callboy zu Callboy. Mhm. Und da fängt schon bei 250 Euro an und geht auf bis zu 500 für 2 Stunden. Crazy. 200 bis 250 Euro und geht bis 500. Mhm. Ja. Plus Reisekosten, alles drum und dran, Hotel. Overnights, wenn man das bucht, das kommt auch ab und zu. Das sind schon ab 800 Euro bis 1500 Euro. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Krass, Digga, ich frag mich, was für Frauen das in Anspruch nehmen. Ich hoffe, da reden die auch noch drüber. Was für Arten von Frauen das sind und was er da schon erlebt hat. So. Um Callboy zu werden? Ich glaube, damals hat ein Freund von mir von ähnlichen Sachen einfach erzählt. Es gibt irgendwelche im Internet Seiten, wo man irgendwie sowas anbieten einfach dann kann. Und da bin ich einfach drauf aufmerksam geworden und ja, habe dann angefangen, da zu recherchieren. Sagen die Frauen dir auch manchmal, was so die Gründe sind, warum sie dich buchen? Diverse Gründe, also wirklich verschiedenste Gründe. Von die Ehe läuft seit 20 Jahren, immer das Gleiche, nichts Neues. Deswegen wollen die ein bisschen die Beziehung aufpeppen. Auch die Frauen, die zum Beispiel Managerin sind und 60, 70 Stunden die Woche einfach dann arbeiten, die haben überhaupt gar keine Zeit, sich da irgendwie auf die Suche nach einem Mann einfach zu machen. Sie wollen nur tolle Zeit.
die haben in ihrem Kalender einfach 2-3 Stunden oder die Nacht einfach frei und die möchten einfach in dieser Zeit aus diesem Minimum-Aufwand Maximum einfach rausholen sozusagen. Und die wissen, wenn die einfach zu mir kommen, bekommen die das auch mit Garantie. Krass, Digga, ich würde gar nicht so einschätzen, dass Frauen so unterwegs sind, dass sie sich einfach online den Typen buchen. So, bei Männern sehe ich, das ist es was anderes. So. Die sind halt ein bisschen mehr Testosteron geladen und auch schon, gibt auch viel mehr Etablissements für uns und so. Aber mich würde mal interessieren, wie viel Prozent der Frauen überhaupt sowas in Anspruch nehmen würden. Weil die Frauen, die ich kenne, die ich auch in der Vergangenheit schon so kennengelernt habe, viele Frauen legen schon ein bisschen Wert auf Connection und so, weißt du? Dass da irgendwie eine emotionale Verbindung da ist mit demjenigen, mit dem sie dann was haben, so. Bei Männern ist es ja weniger so. Sozusagen. Oder auch Frauen, die irgendwelche Probleme einfach dann hatten in der Vergangenheit mit Männern oder das Vertrauen zu den Männern verloren einfach dann haben und möchten sich da neu ausleben und tolles Erlebnis einfach dann haben. Wie ist das eigentlich so in deinem Umfeld? Wissen alle deine Freunde, deine Familie, was du machst, dass du Callboy bist? Handvolle Freunde, sehr enge Freunde, die wissen Bescheid. Aber sonst Familie, keiner davon, keiner von denen. Okay, warum erzählst du denen das nicht? Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ein paar von denen es gar nicht verstehen würden, sozusagen, weil die leben in ganz andere Welt. Und ein paar würden schon verstehen, aber es hat sich bis jetzt noch nicht so ergeben. Wo triffst du dich denn? Etablissement in, Motherfucker. Eigentlich in der Regel mit deinen Kundinnen. Gehst du dann auch so in ein Café wie hier oder trefft ihr euch so direkt im Hotelzimmer? Ganz unterschiedlich. Alles von Treffen im Café, um sich erstmal einfach kennenzulernen, um einfach zu schauen, ob die Chemie zwischen uns einfach passt, bis auch direkt Hotel sozusagen, wo es gleich einfach zur Sache geht, wo man vielleicht ein bisschen noch ein Gläschen Wein zusammen einfach trinken, sich besser kennenzulernen. Oder auch, ich wurde schon mal einfach erstmal in ein Restaurant eingeladen, wo wir erstmal ein 5-Gänge-Menü einfach dann gehabt haben, uns erstmal 2-3 Stunden unterhalten haben und erst dann sozusagen ins Hotel gefahren sind. Hausbesuche sind auch sozusagen eine interessante Sache. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass männliche Sexarbeit akzeptierter ist, so als weibliche. Ich glaube, du als Mann hörst ja jetzt wahrscheinlich weniger, dass du gezwungen bist, deinen Körper zu verkaufen oder sowas, oder? Ja, schon, würde ich schon auf jeden Fall so sagen. Obwohl es im Endeffekt genau das Gleiche einfach dann ist. Aber ja, von der Gesellschaft wird das ganz anders angesehen, definitiv. Also wenn ich jetzt eine Frau wäre, würde ich das Ganze einfach machen. Da würde ich definitiv viel mehr einfach Vorurteile einfach dann machen. Als Mann sieht das Ganze einfach ein bisschen anders aus. Aber irgendwie komisch, ne? Also irgendwie auch ja ein bisschen unfair ist, eigentlich, dass ja, das so anders ist. Ja halt auch schon so, wenn man darüber redet, zum Beispiel, wie viel Partner man als Frau hat und wie viel man als Mann hat, so dass einfach in der Gesellschaft so ist, dass da ein Unterschied gemacht wird. Und ich glaube, es liegt halt auch wirklich daran, dass es halt wirklich, glaube ich, ich glaube von Haus aus, dass Männer auf jeden Fall emotionslosen Sex einfacher haben können als Frauen. Und ich glaube, da fängt es schon an mit Unterschieden. Es gibt noch viel mehr Unterschiede. Aber ich glaube, das ist es einfach. Das ist wahrgenommen. Definitiv, halt. Definitiv. Ich meine, wenn eine Frau mit 10 Männern schläft, wird sie gleich als Schlampe irgendwie dann bezeichnet. Wenn der Mann sagt, okay, ich habe mit 10 Frauen geschlafen, dann wird er das als Hero bezeichnet. Obwohl, im Endeffekt ist es nicht das Gleiche. Mhm. Sozusagen. Von daher, ja, ein bisschen Ungerechtigkeit ist schon da, definitiv. Wie hoch ist dein Bodycount? Ich habe tatsächlich noch gar nicht gezählt, schwer zu sagen tatsächlich. Aber ich muss sagen, dass ich, nur weil ich diesen Berufung ausübe, habe ich nicht öfter Sex wie ganz normaler Mann, der jedes Wochenende einfach dann weggeht und sich irgendwie eine Frau dann nach Hause einfach mitnimmt. Die Schuhe kannst du gleich anlassen. Wie kann man dich eigentlich buchen? Also wie finden dich deine Kundinnen? Ganz einfach über eine Homepage. Kannst du mir mal zeigen, wie das so aussieht, ja, so klar, ein Profil? Ja. Wie zum Beispiel, das ist die Webseite, die Mädels gehen einfach dann drauf, da sind einfach ein paar Fotos. Da können sie sich gerne mal die Bewertungen einfach dann durchlesen, damit sie ein bisschen wissen, was auf sie zukommt. Gibt es typische Kundinnen, die dich so buchen? Also zum Beispiel ein bestimmtes Alter der Frauen oder sowas? Also bei mir persönlich tatsächlich hat sich so herausgestellt, dass reifere Frauen mich tatsächlich mehr einfach dann buchen. Okay. Das heißt alles ab 35, 40, 45, weil ich einfach die auch attraktiver einfach finde. Nicht vom Äußerlichen, sondern wirklich von dem Mindset, von der Lebenseinstellung. So eine Unterhaltung mit einer 40-Jährigen ist gar komplett anders wie eine Unterhaltung mit einem 20-Jährigen. Obwohl, ich hatte auch mal schon die Frage gehabt, wo zum Beispiel auch meine Jüngste war 18 tatsächlich. 18? Ja, 18. Ja, aber normalerweise. Ich wollte gerade sagen, es hängen da wahrscheinlich auch mehr ältere Frauen ab, so, ne?
Einfach 18? Wie gesagt, zwischen 30 bis 45, das ist genau auch Alter, wo ich am meisten Vergnügen habe, tatsächlich. Mit. Der steht auf die Milfi-Vibes, ja. Frauen zu machen, generell Zeit zu verbringen. Also das heißt, du stehst auch so ein bisschen auf ältere Frauen oder so mittelalte Frauen? Die Frauen, die ich hier kennengelernt habe über diese Plattform, wo ich eine Anfrage bekomme mit ein paar Bildern und ich denke mir einfach, so, hey Bro, das kann doch nicht ernst sein, sozusagen. Da frage ich, wieso bucht sie überhaupt einfach sowas? Hast du denn auch Kundinnen, die irgendwie in einer Beziehung sind oder verheiratet oder so? Ich hatte mal die Frauen, die verheiratet waren, aber auch die, die einen Freund haben, aber auch viele Singles. Da hast du dann kein schlechtes Gewissen, wenn du jemanden triffst, der verheiratet ist oder so? In dem Sinne nicht, weil ich hatte auch mal einen Kunden gehabt, die hat mir danach auch noch berichtet, dass nach unserem Treffen ihr Privatleben auch dann besser geworden ist. Sie hat es wirklich gesehen, was sie gefehlt hat. Und dann hat sie angefangen, natürlich mit dem Mann auch in die Richtung einfach dann zu lenken. Suchst du dir denn deine Kundinnen auch irgendwie? Da hätte ich schon, glaube ich, ein bisschen Filme, so ein bisschen schlechtes Gewissen würde ich nicht machen, glaube ich, mit vergebenen Frauen, weil, Bro, weiß nicht, ich bin Team Mann, weißt du? Ich will es den Jungs nicht antun. Aus? Oder nimmst du jede Anfrage an? Nee, auf gar keinen Fall. Also ich kann aus zeitlichen Gründen kann ich nicht jede Anfrage annehmen. Möchte ich auch tatsächlich gar nicht. Ich filtriere das definitiv schon raus. Deswegen, wenn ich eine Anfrage bekomme, bestehe ich auch sehr nett darauf, dass wir erstmal telefonieren oder FaceTime, dass wir uns besser persönlich einfach kennenlernen. Ob wirklich rauszufinden, ob diese Chemie einfach zwischen uns passt. Und natürlich die Wünsche von der Frau kennenzulernen. Und wenn ich weiß, was sie möchte und wie wir uns einfach verstehen. Und wenn das passt, dann lade ich sie gerne, beziehungsweise lass mich gerne einladen für das persönliche einfach dann Treffen. Ich habe tatsächlich jetzt gerade in dem Moment noch ein Telefonat, FaceTime, mit einem meiner Kunden. Ich habe die Anfrage vor einer Woche bekommen. Wir haben einfach gesagt, lass uns doch am Wochenende ganz kurz FaceTime, uns persönlich kennenlernen. Und schauen, wie die Chemie passt, ob das überhaupt einfach Sinn macht, uns zu treffen. Okay, also das machst du dann meistens, dass du vorher einmal mit den Frauen sprichst. Unbedingt, damit ich sie sehe, damit sie mich sehen, das erhöht einfach die Chance, dass wir tolle, unvergessliche Zeit miteinander haben, definitiv. Okay, ja dann. Der redet auch schon so wie ein Callboy, ne? Ich weiß nicht, ob er das für das Video extra macht, so. Also diese, versucht so sexy zu klingen, habe ich das Gefühl. Ich dich kurz mal hier alleine, dann kannst du dann in Ruhe deinen FaceTime-Call machen. Bin gespannt, was du berichtest. Die soll das aufnehmen. Hey, grüß dich. Alles bestens, wie geht es dir? Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage, tatsächlich. Sehr gefreut. Also, nur damit ich es geschieht, sehr lange Beziehung hattest du gehabt. Wie lange? Okay, dann lassen wir ihn mal in Ruhe. So, du bist fertig. Sehr interessantes Gespräch tatsächlich. Mega cool. Was war das jetzt für eine Frau? Sie war in der Beziehung 13 Jahre lang. Mhm. Und der Mann war ein bisschen einfach dominant, hat sich nur bloß auf sich selber geschaut. Sex hat einfach nicht so richtig gepasst. Und jetzt ist sie jetzt wieder seit kurzem wieder einfach Single und möchte jetzt mal eine andere Erfahrung einfach sammeln. Und hat mir auch wirklich erzählt, sie ist eine Ärztin. Sehr wenig einfach Freizeit und hat auch im Online-Dating negative Erfahrungen gesammelt. Wollte auf jeden Fall ausprobieren, um mal wirklich was ganz Sicheres einfach zu planen, um sie wirklich an ihrem Wochenende, wo sie wirklich frei hat, auch wirklich das zu bekommen, was sie einfach bekommen möchte. Ein bisschen jünger tatsächlich diesmal, ja, sozusagen. Wie alt? 27, 28. Ah, okay. Bin echt sehr gespannt, sehr gespannt. Sie hat mir echt sehr gut gefallen, sehr interessante Persönlichkeit. Was würdest du sagen, was muss man mitbringen, um ein guter Callboy zu sein? Hätte ich jetzt zum Beispiel auch das Zeug dazu, Callboy zu sein? Viele denken, dass wenn du irgendwie ein Bodybuilder einfach Body bist, dann bist du perfekt einfach Callboy, was unrelevant einfach dann Sache ist. Die Frauen tatsächlich, nach meiner Erfahrung, stehen wirklich nicht das auf Äußere, ob man sie wirklich benehmen kann oder intellektuelle Unterhaltungen aufrechterhalten einfach dann kann. Das ist tatsächlich das, was die Frauen aktuell suchen, meiner Meinung nach. Ich kann mir gut vorstellen, dass du da auch bist authentisch, hast ein Charisma, dass du einfach ganz gut rüberkommen würdest tatsächlich. Ja. Aber hast du irgendwie ein Problem damit, immer abliefern zu müssen? Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, als man... Ich habe ein Vergnügen. Das muss man wollen. Daran einfach abzuliefern. Ja. Natürlich hatte ich mal auch eine Phase, wo ich die Frau so attraktiv einfach dann fand und beim ersten Mal einfach viel zu schnell gekommen einfach bin. Und das ist überhaupt kein Problem. Da unterhält man sich irgendwie dann eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann bin ich wieder am Start.
Und da geht in die zweite Runde. Ja, sorry, aber wenn ich wirklich einfach merke, dass die Frau mich einfach geil einfach findet und es zeigt, dann muss ich nicht abliefern, das geht von alleine. Hattest du denn schon mal irgendwelche skurrilen oder ungewöhnlichen Wünsche oder Anfragen? Ja, ein oder andere tatsächlich. Als erstes, wo ein Mann mich irgendwie gebucht hat, damit ich einfach seine Frau einfach zum Höhepunkt bringe, in dem Sinne. Mhm. Das war einfach recht interessant. Sowas könnte ich auch niemals tun. Ich habe in Tulum da auch die ein oder andere Anfrage erhalten. Ich weiß dir, die sind da direkt, die halten nichts zurück, die kommen da direkt mit der Sprache raus. Habe ich mich mit einem Mädel unterhalten in Tulum. Ich fand die attraktiv, bin hingegangen und so. Dann habe ich gefragt, wie heißt du bei Instagram, dies, das, bla. Dann hat die mir ihr Instagram gegeben. Auf einmal kommt ein Mann von hinten und stellt sich so neben die. Ein älterer Mann so. Und ich war voll überfordert mit der Situation, hab dann einfach nur Hallo gesagt, Instagram, bin dann gegangen wieder. Und dann hat die mir später auf Instagram geschrieben, dass sie gerne würde, dass ob ich nicht Bock hab, mit denen zusammen was zu machen. So. Was auch ungewöhnlich ist. Wo auch Bro, what the fuck? Oder wie? Also ich weiß nicht, was muss bei einem Mann passieren, damit der Bock darauf hat, dass ein anderer Mann seine Frau Sex mit ihr hat und der dabei zuguckt, so. Der Mann einfach dabei war und da musst das ist too much Pornografie, glaube ich. Auch meine Grenzen ein bisschen einfach überwinden, weil ich weiß nicht, hattest du schon mal Sex gehabt, wo noch eine dritte Person zugeschaut hat? Nee, tatsächlich noch nicht. Ja, war auch wunderbar. Andere Anfragen, wo ich auch mal, die ein bisschen weiter weg sind, wo ich wirklich weiter weg fliegen musste, tatsächlich. Also das sind auch schöne Erlebnisse, die man einfach echt gerne einfach macht. Was ist das Geile daran, Callboy zu sein? Ja, dieses Gefühl tatsächlich. Dieses Gefühl, wo die Frau am Höhepunkt einfach dann ist. Das tönt mich auch am meisten an. Ja, wenn sie auf den Bauch legt und ich sie einfach von hinten einfach dann nehme. Und was? Genau in diesem Moment, wo sie wirklich einfach dann kommt. Und wie der redet, Bruder. Ich spüre das auch unten, das ist wirklich einfach. Ja. Ich spüre das auch unten, Bruder. Ey, was geht, Alter? Das heiß geworden einfach ist, sprachlos einfach ist, wenn du einfach diese Aussicht einfach dann hast und denkst du, boah, sie ist jetzt gerade irgendwie ganz weit weg in die Stratosphäre einfach gelandet gerade, dass du sie du dazu gebracht. Der liebt seinen Job, der Bruder, auf jeden Fall. Das ist das, was mir einfach gefällt an dem Job, ja. Noah, du hast ja jetzt gleich noch ein Date. Was für ein Date ist das heute? Es ist eine Dame aus Hamburg, mega gestresst mit der Arbeit sozusagen, hat ihre eigene Company, ist voll einfach am Arbeiten. Sie besucht jetzt ein Seminar hier in Düsseldorf. Morgen. Und heute hat sie sich gewünscht, mal vor dem Seminar eine schöne Zeit mit mir einfach zu verbringen. Okay, das heißt, du fährst dann gleich zu ihrem Hotel oder wie? Ganz genau, wir treffen uns im Hotel, an der Bar, trinken was, unterhalten uns, schauen, dass wir die Stimmung bekommen. Und danach eventuell gehen wir noch in die Sauna und danach ja, haben wir eine tolle Zeit. Machst du dich immer so schick, wenn du dich triffst? Nein, nicht immer. Das ist eine Geschäftslady. Sie hat ihre Standards. Sie wird auch bestimmt ganz schick aussehen. Dann geht's jetzt gleich bei dir los. Bist du jetzt schon nervös? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Natürlich, jedes Mal bin ich auch persönlich nervös. Aber ich lasse mich einfach dann überraschen. Dann wünsche ich dir ein schönes Date. Ich hoffe, das wird so, wie du dir das vorstellst. Ja, das wird super. Bin mir ganz sicher. Und vielen Dank auf jeden Fall, dass du so offen warst. Mhm. Hättet ihr euch den Job des Callboys so vorgestellt? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Hier geht's zu einem weiteren Video von mir zum Thema Sexarbeit. Auch sehr spannend gewesen. Und abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Interessante Nummer auf jeden Fall. Natürlich, jeder Mann hat, glaube ich, schon mal mit den Gedanken gespielt, irgendwie sowas in die Richtung zu machen oder so einfach darüber nachgedacht. Und war auf jeden Fall interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, was da denn so läuft. Aber der Bruder war ein bisschen cringe, Alter. Der Hausmeister sagt sehr ehrlich, du überlegst, ob du es machen sollst, Leon. Haha, bei 300 € für 2 Schichten, ich schwör's dir, Bro. Wenn ich ganz ehrlich bin, ja.